willkommen zu unserem heutigen Webinar mit dem Thema Miniaturisierung, Mechatronik, Microvia, SlimFlex Handmuster WE Scope. Ich bin Andreas Schilp, der Moderator des heutigen Wirt-Elektronik-Webinars und begrüße Sie recht herzlich. Der Referent des heutigen Webinars ist ein erfahrener Spezialist der Wirt-Elektronik Circuit Board Technology, Michael Kress vom Technischen Projektmanagement. Herzlich willkommen, Michael. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und neue Erkenntnisse. So, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Guten Morgen zum Nikolaustag. Mein Name ist Michael Kress. Ich begleite Sie heute durch das Webinar zu den Themen zu unserem SlimFlex Handmuster WE Scope. Ich möchte Ihnen mal vorstellen, was wir da uns dabei gedacht haben, was da alles drauf zu sehen ist, vom Design her, von den Mechatronik und natürlich dann die ganzen Stiffener-Themen und welche Optionen darin zu verstehen und aufgezeigt werden. Zu Beginn war die Idee letztendlich, eine Leiterplatte als Handmuster für Sie zu bauen, um einfach auch ein Gefühl dafür zu bekommen, was man damit alles tun kann. Und in der Mechatronik haben wir uns dann überlegt, wir verwenden hier einen Sensor, eine Bildverarbeitung, Beleuchtung, die dann verschiedene Schnittstellen aufzeigen können. Die Idee letztendlich war, dass man das alles in einen kleinen Handgriff verbaut und das zu einer Endoskopie letztendlich verbaut. Und letztendlich wollen wir Ihnen auch zeigen, dass hier in ganz wenig Bauraum sehr viel Elektronik eingebaut werden kann. Im Detail ist da drauf zu sehen einen kleinen BGA, der die ganze Elektronik-Bildverarbeitung verarbeitet, mit einem sehr kleinen Pitch von 0,35 mm. Wir haben das absichtlich letztendlich auf die Bottom-Seite gelegt, auf der Seite, wo die FR4-Verstärkung mit aufgebracht wird, um dann von der Top-Seite einen FR4-Stiffener aufzubringen, einfach als Option aufzuzeigen, dass man solche Bereiche, die Bauteile tragen, im flexiblen Bereich auch mechanisch unterstützen kann mit FR4-Materialien. Ein kleiner Ausschnitt dazu. Wir sehen hier rechts ein BGA 0,35er Pitch, wie schon erwähnt. Und hier sind dann die Microvias im Pad entsprechend eingebaut, die dann die elektrische Verbindung zu den inneren Lagen erzeugen. So eine Bestückung erzeugt man letztendlich durch Stufenschablonen, aber da komme ich später nochmal drauf, wie viele Optionen man da hat, um auch später die Bauteile darauf sauber löten zu können. Des Weiteren sieht man einige ZIF-Kontakte, die einfach dafür da sind, um aufzuzeigen, wie man Mitwelt, Umwelt entsprechend elektrisch ankontaktieren kann. In den häufigsten Fällen verwenden wir hier ZIF-Kontakte. Es gibt auf dem Markt einseitige ZIF-Kontakte, zweiseitige ZIF-Kontakte mit den Materialdicken von 0,2 mm oder auch 0,3 mm Kontaktdickenbereich. Und all dies kann mit diesem Variante von diesen SlimFlex-Teilen aufgebaut werden, mit Stiffener, ohne Stiffener, über Design. Also da sind letztendlich den Überlegungen und im Design her keine Grenzen gesetzt an dieser Stelle. Auch Board-to-Board-Verbinder sind vorstellbar. Also wie schon gesagt, alles, was man sich dann vorstellen kann, lässt sich auf einer Flex-Leiterplatte wie auch auf einer starren Leiterplatte dann realisieren. Unten auf dem Bild sieht man noch eine Schlangenflex. Da hatten wir uns überlegt, nicht nur einfach einen reinen Radius mit diesem Flex zu generieren, sondern dass man mit so einer Schlangenflex auch letztendlich dreidimensional in allen Richtungen die Kontakte verbiegen kann und somit wirklich da, wo elektrische Ankontaktierung oder auch irgendwelche Beleuchtungen oder Sensoren angelegt werden müssen, eingebaut werden müssen, problemlos erreicht werden können. Des Weiteren haben wir uns dann noch überlegt, Thema
Bildübertragung ist immer ein Thema der Impedanz. Auch Impedanzbetrachtungen können wir entsprechend im Vorfeld berechnen, definieren und im Lagenaufbau sowie im Design entsprechend berücksichtigen. Hier haben wir zum Beispiel eine Embedded Coplanare Single-Ended Impedanz von 50 Ohm rein designt. Die Signalführung ist hier auf der Innenlage und die Idee war einfach hier einen Antennenanschluss zu realisieren. Vorteil ist natürlich hier, dass man hier im Moment ohne Referenzlagen verbaut hat, dass man letztendlich eine hochflexible, ja, sag ich mal, Kabellösung findet, wobei Referenzlagen oder auch Abschirmlagen können wahlweise ja, in Absprache mit uns jederzeit berechnet und integriert werden und dementsprechend können wir den Lagenaufbau dann mit Ihnen gemeinsam erarbeiten. Wenn Sie da Anwendung dafür haben, jederzeit auf uns zukommen, wir unterstützen Sie gern jederzeit bei Ihren Applikationen und Projekten. So, des Weiteren zum Materialaufbau. Hier sehen Sie letztendlich bei Design 1 eine partielle Verstärkung aus FA4 Material. Dieses partielle Verstärken setzt man hauptsächlich da ein, wo elektrische Komponenten auf dem dünnen Schaltungsträger verbaut werden. Diese FA4 Verstärkung können wahlweise zwischen 0,1 bis 1,6 mm betragen. Also alle Materialien im FA4-Bereich, die uns da zur Verfügung stehen für die Leiterplattenfertigung, können hier mit angewandt werden. Im Regelfall sind die Abstufungen alle 0,1 mm. Vom Design lässt sich innen drin bei Design 3 hauptsächlich über lasergebohrte Mikrovia-Verbindungen, hier zum Beispiel von 1,2, 2,3 und 4,3, alle Lagen elektrisch anbinden. Diese kann man stacked oder auch stackert ausführen. Vorteil dabei ist, wenn man nur Mikrovias verwendet, dass man mit sehr dünnen Kupferschichten arbeiten kann. Vorteil hier ist natürlich auch wiederum, dass man dünne Kupferschichten gleich Flexibilität erhält und auch bei dünnen Kupferschichtigen feinere Leiterbandbreiten und Abständen realisieren kann. Sobald aus welchen Gründen zum Beispiel bedrahtete Bauteile verbaut werden müssen, dann werden hier mechanische Bohrungen eingebracht mit Durchkontaktierung. Die ist dann natürlich in Richtung Design und auch Flexibilität gewisse Nachteile beinhaltet. Zum Design, diese dünnen Aufbauten, Flexleiterplatten, haben natürlich einen Vorteil, dass man natürlich, wie schon gerade gesagt, mit dünnen kupferschichtigen kleinsten Mikrovias auch sehr feine BGA-Bausteine designen kann. Hier ein paar Designparameter, die hier uns gewisse Möglichkeiten ergeben. Zum Beispiel haben wir hier einen PET-Durchmesser von 210 μ für einen BGA-Pitch von 0,35 mm. Daraus ergibt sich dann ein Löschmaskensteg von 70 Mikrometer. Die Freistellung umlaufendes PET beträgt dann 85 Mikrometer. Und die lasergebohrten Mikrovias, die im PET stackt oder stackert, je nachdem, auf die Innenlage bis auf die Bottomseite durchgeroutet werden können, liegen so bei 85 Mikrometer. Und auf allen Lagen können wir dann entsprechend mit Leiterbandbreitenabständen von 75 μ arbeiten, was natürlich auch einen Vorteil hat, um hier gewisse Impedanzanforderungen zu erreichen. Die komplette Leiterplattenproduktion ist letztendlich darauf hingelegt, dass es eine Anylayer-Produktion ist, sprich jede Lage wird separat aufgebracht und somit eine hochgenaue Registrierung hervorruft. Zur Berechnung, letztendlich, man hat einen 0,35er Pitch, wenn man einen PET-Durchmesser von 210 μ verwendet und einen Lötschopmaskensteg von 70 μ mit 2x 35 μ Lötschopmaskenfreistellung erreicht man exakt einen Pitch von 0,35 mm, also von den 53 Mikrometer. Unten sehen Sie mal noch ein Bild von dem BGA, den wir auf unserem Slimflex-Handmuster verarbeitet haben.
in einer 3D-Darstellung. Es ist ein sehr schönes Bild, finde ich, und man sieht schön, wie man hier die Mikrovias durchgesteckt von Top bis Bottom durchgeroutet hat. Es geht auch noch kleiner, und zwar, wenn man die nächste Stufe verwendet, ist ein BGA mit 0,3 mm Pitch. Hier wird es dann alles noch kleiner und noch feiner, weil die 50 μ kleiner Pitch müssen wir irgendwo herholen. Das heißt dann im Umkehrschluss, ich kann nur noch einen PET-Durchmesser von 180 Mikrometer verwenden. Die Lötschutzmaskenstege gehen von 70 auf 50 μ zurück und die Lötschutzmaskenfreistellung umlaufend um das PET bleibt nach wie vor bei 35 μ. Da haben wir eigentlich keine Möglichkeit mehr, kleiner zu werden, weil die Registrationsgenauigkeit einfach hier schon an seine Grenzen stößt. Aber was wir natürlich machen können, ist, dass wir die lasergebohrten Mikrovias aufgrund von den kleinen dielektrischen Abständen weiter reduzieren können auf 60 μ und somit hier die Restring-Thematik weiterhin aufrechterhalten können. Auch hier ist das Thema mit Impedanzen natürlich eine Herausforderung, dadurch, dass die Lagenabstände sehr klein sind. Aber auch hier hat man gewisse Möglichkeiten mit Referenzlagen, koplanare Strukturen oder sonst irgendwas zu arbeiten. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie solche Anwendungen haben. Wir helfen Ihnen da gerne. Ein wichtiger Hinweis hier noch bei BGA 0,3 mm Pitch. Das geht nur mit unseren flexiblen Materialien, nicht auf FA4-Basismaterialien. Durch das, dass die FA4-Basismaterialien Stand heute noch etwas zu dick sind, kommen wir aspektratiomäßig da noch nicht ganz hin. Aber mit flexiblen Materialien kriegt man das ganz gut designt. So, dann eine Anwendung. Vor kurzem gebaute Leiterplatte. Hier ein Schliffbild. Hier sehen wir im Schliffbild rechts unten ein Bauteil mit einem Pitch von 350 Mikrometer, Lötschutzmaskenstege von 70 Mikrometer. Es ist eine Kameraanwendung und auch hier wurden diese Anylayer-Technik angewendet mit Stacked Mikrovias von Toplage insgesamt 8 Lagen. Die Mikrovia-Verbindungen gehen hier von Lage 2 bis Lage 6 und insgesamt haben wir 8 Lagen Multilayer mit einer Materialdicke von 415 Mikrometer, also 0,415 mm. Und man sieht hier so, die typischen Lagenabstände liegen so bei ca. 25 Mikrometer und auch die typischen kupferschichtigen liegen so auf den Innenlagen bei 20 Mikrometer und auf den Außenlagen bei ca. 30 Mikrometer. Solche Anwendungen finden sehr oft in den Bereichen Medizintechnik, Kameratechnik, smarte Anwendungssensorik, auch alles, was ganz neu designt wird, wird da entsprechend mit herangezogen. Immer dann, wenn der Bauraum sehr eng wird, kann es Sinn machen, hier auf diese Technik zurückzugreifen. Oder auch die Bauteile zwingen uns dazu, letztendlich die Leiterplatte in dieser Variante herzustellen, um einfach die Designvorteile hier nutzen zu können. So, ich habe vorhin schon mal gesprochen, die Stiffener-Thematik. Auch hier können wir wahlweise alles wählen. Wie schon gesagt, von 0,1 mm bis 1,6 mm. Auch 2 mm sind vorstellbar, wobei dann meistens der Bauraum nicht ausreicht dafür. Und eine ganz wichtige Option zur Erklärung von diesem Muster ist, dass wir einen Lötträger verwenden können. Darin hinter verbirgt sich letztendlich, dass wir die Leiterplatte im Liefernutzen herstellen. Die PCB wird dann im Liefernutzen auf ein FA4 geklebt und der ganze Liefernutzenrahmen, auch die Zwischenräume im Liefernutzen, werden entsprechend auf den FA4 Stiffener geklebt. Nur die PCB selbst, die wird nicht verklebt. Und durch die Konturbearbeitung kann dann, und durch die Haltestege kann dann später die PCB von dem Träger heruntergelöst werden. Im Regelfall verwenden wir von unserer Seite, wenn es keine speziellen Anforderungen gibt, ein 0,8 mm dickes FA4-Material. Das gibt dann eine Gesamtmaterialdicke von 1 bis 1,2 mm.
Das lässt sich auch in allen Produktionslinien ganz gut handeln. Und ja, das ist letztendlich von uns eine ganz gute Sache. Wenn Sie aber hier spezielle Anforderungen haben, wie dass es muss dicker werden oder dünner werden, auch hier sind uns keine Grenzen gesetzt. Wir können hier alle Materialien einsetzen, die wir in der Standard-Leiterplattenherstellung verwenden. So, jetzt habe ich noch ein kurzes Video mitgebracht. Da sieht man unser Handmuster und man sieht letztendlich die dreidimensionale Ansicht etwas und wie das dann entsprechend herausgelöst werden kann. Die Kontur wird bei uns mit dem Laser geschnitten, mit Mikrostegen angebunden und durch Anheben mit einem Stift oder sonst irgendwas, oder auch mit Austrennwerkzeugen, kann die PCB dann entsprechend relativ leicht herausgenommen werden. So, jetzt müsste die Animation loslaufen. Jawohl, funktioniert sehr schön. Man sieht hier die Mikrostege vom Laserschnitt. Die werden dann getrennt. Dann kann man die PCB von unten anheben und dann, wenn sie ausgelöst ist, vorsichtig herausnehmen. Genau. Gerne können Sie sich so eine Muster-PCB bei uns bestellen auf der Homepage. Aber da gebe ich Ihnen später noch einen Link dazu. Dann sehen Sie das und dann können Sie es auch gerne mal ausprobieren. Zum Thema Lötträger. Viele Kunden, die diese Technik schon nutzen, waren dann die Thematik immer, ja, wie bestücke ich so ein Teil? Oft sind dann auch Sie vom Design her entsprechend gar nicht selber der Bestücker, sondern dass wir dann eine Dreieckskombination haben, wir als Leiterplattenhersteller, Sie als Designer und dann noch einen dritten Partner, der die Bestückung vornimmt. Hier gilt es letztendlich in enger Abstimmung zu definieren, wie die Bestückung später aussehen kann. Zum einen haben wir natürlich diesen Bestückträger. Die einfachste Variante ist natürlich, man setzt die Bauteile nur einseitig. Das heißt, man hat nur eine einseitige Bestückung. Das wäre die einfachste Variante. Aber im Regelfall ist es oft so, dass man halt einfach beide Seiten bestücken möchte. Dann gibt es natürlich die Option, die auch unser Muster aufzeigt, dass man eine Freifräsung in diesen Lötträger einbringt, diese Lötflächen von unten freilegt durch den FR4-Träger und dann letztendlich durch eine Pastenschablone, die eine Stufe eingebaut hat, arbeitet, oder auch über einen Dispenserprozess, der dann durch einen Dispenserprozess die Lotpaste partiell auf den Lötpads aufbringt. Eine weitere Option ist auch, wenn man hergeht, man verzichtet auf den Lötträger, man verwendet so einen Stiffener von Top- und Bottom-Seite nur im Rahmenbereich. Den macht man dann ganz dünn, mit 0,1 mm FA4 zum Beispiel. Hier muss man nur noch diesen Absprung von der Schablone beachten. Das heißt, der Rand muss einfach etwas berücksichtigt werden, wo, letztendlich vom Rand der Stiffener bis zum ersten SMD-Pad, dass dieser Abstand durch die blinde Druckbereich überbrückt wird und somit kann man hier auch ganz gute Lösungen arbeiten durch Spannrahmen, die man hier verwenden kann. Also wie schon gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, die Lötprozesse abzubilden, auch wenn die Leiterplatte sehr dünn wird. Sprechen Sie mit uns, wir beziehen oft den Bestücker dann noch mit ein, der hat auch immer sehr gute Ideen und wir kriegen immer eine praktikable Lösung zustande. So, dann zusammengefasst, Slimflex Handmuster. Wir möchten Ihnen da so viele Anwendungen wie möglich mal aufzeigen, auf kleinstem Raum. Sie haben hier eine Slimflex-Technologie auf Basis von Polyamid, aber auch mit FA4-Materialien, also mit starren Materialien, ist es entsprechend designbar. Sie haben sämtliche Freiheitsgrade im Design und ja auch in Richtung Bestückung oder sonst irgendwas. Wir unterstützen Sie, wie schon gesagt, immer gerne in Ihrem Projekt. Kommen Sie auf uns zu. Auch Stiffener können Sie vielfältig und in verschiedenen Varianten einsetzen, als partielle Verstärkung, als Unterstützung in den Vorprozessen. FA4-Lötträger.
ja, es gibt noch weitere Bestückoptionen, die helfen können. Kommen Sie einfach auf uns zu. Wir finden da bestimmt eine Lösung. Hier sehen Sie jetzt noch unten auf der Zusammenfassung den Link auf unsere Homepage. Hier können Sie direkt diesen SlimFlex-Muster-Prototypen quasi bestellen. Den schicken wir Ihnen dann per Postweg zu und Sie können dann gern das Teil mal bewegen, raustrennen und ja, wenn es kaputt geht, kein Problem. Wir haben weitere, Sie können das gerne auch mehrmals bestellen. So, das zu unserem Handmuster. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Sachen dazu erklären, aufzeigen, welche Idee wir damit verfolgt haben. Und ich hoffe, Sie können damit in Ihren neuen Projekten oder kommenden Projekten Anregungen finden, um das entsprechend umzusetzen. Und gerne helfen wir auch dabei bei einer Umsetzung jederzeit. Ich danke an dieser Stelle.